Uni beginnt um 8 und ich bin um 8.10 Uhr aufgewacht. Aber ich komme jetzt halt ein bisschen später. Mit der 05-Kamera sehe ich mich aber selber nicht. Das ist mega ungewohnt. Ich hatte heute meinen zweiten Unitag. Es war anstrengend. Ich merke einfach, ich kann in Vorlesungen nicht zuhören. Ich muss immer alles nacharbeiten oder halt mir danach die Videos so selber noch anschauen. Aber ansonsten war es ein richtig, richtig guter Tag. Ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich habe mir noch Mozzarella und Tomaten gekauft und jetzt mache ich mir noch was zu essen. Und dann gehe ich vielleicht noch trainieren, wenn ich die Zeit noch habe. Und mir noch mein YouTube-Video schneiden, das dann mit diesem Video auch online kommt. Crazy! Ja. Top habe ich übrigens da gekauft. Das habe ich in meinem TikTok-Vlog drin. Das ist von Brandy. Die Hose ist von, I don't know. Den Kloppen? Nee. Ich weiß es nicht. Alle Tage kommt auch noch eine Wohnungstour oder eine Roomtour. Aber ich muss erst mein Zimmer aufräumen. That's it. Thank you.
geht's gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich mache jetzt gegen Ende noch so ein Question and Answer, wo ich viele Fragen bekommen habe. Und bevor ich jetzt irgendwie jedem Einzelnen gleich antworte, mache ich es einfach in mein Video mit rein. Let's go! Was studierst du? International Business, also Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Und wie bei der Aufnahmetest? War nicht so schwer. Also das war Open Book, also du konntest eigentlich reinschreiben, was du willst. Warum hast du die Uni gewechselt? Ich habe Uni gewechselt, weil ich fand, dass die Uni Wien einfach sehr, sehr mathematiklastig war und ich nicht so das Gefühl habe, dass es so zukunftsorientiert ist, sondern aus einem anderen Grund fand ich auch einfach den Campus nicht schön. Werden dir die Kurse angerechnet? Ja, teils, teils. Das Curriculum wurde jetzt geändert. Dadurch wird mir jetzt nicht mehr alles angerechnet. Und Tipps, wenn man schüchtern ist? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Und es gibt so immens viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Und auch wenn du eine schüchterne Person bist, ist doch eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, mal aus dir rauszukommen und vielleicht aus deiner Komfortzone auszusteppen und mal was Neues zu lernen. Man muss dir überlegen, jeder ist neu an der Uni und da gibt es viele andere Schüchterne auch. Und ich die WU empfehlen? Keine Ahnung. Also das von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, ja. Vielleicht in einem Jahr mache ich mal ein Video dazu, ob ich sie empfehlen kann. Aufnahmeprüfung wie so ein BBI. Ich habe mich nämlich letztes Jahr auch für BBI beworben. Also BBI müsst ihr euch vorstellen, an die, die es nicht wissen, es gibt drei Studiengänge oder so. Und BBI ist so der beliebteste, aber der ist sehr, sehr schwer. Also der ist komplett auf Englisch und da werden nur 200 Leute angenommen. Da habe ich mich vor einem Jahr mal beworben. Ja, nicht so gut abgeschnitten mit dem Test. Aber ich habe auch ehrlich nicht viel drauf gelernt. Und der Viso-Test geht voll fit. Also ich habe da gar nichts drauf gelernt und das sind halt so offene Fragen und bin ganz gut klargekommen. Vielleicht zum spannenderen Thema und zwar meine Wohnung. Da habe ich auch sehr, sehr viele Fragen bekommen. Also generell, ich habe richtig, richtig coole Rückmeldungen auch bekommen. Also danke an diejenigen, die mir auf Insta oder auf TikTok geschrieben haben. Weil das macht mich so glücklich zu hören, dass andere trauen, in eine andere Stadt zu ziehen oder nach Wien oder generell viel offener geworden sind, ein Studium im Ausland zu machen. Weil Leute, das ist die geilste Zeit eures Lebens. Da lernt ihr so viel. Da baut ihr euch so ein Netzwerk auf. Und Asra ist das perfekte Beispiel. Kennt ihr auch von TikTok? Jetzt ist sie einfach nach Wien gezogen, jetzt sind wir echt gut befreundet, deswegen, ja, und sie ist geflasht. Sie liebt die Stadt, sie ist das beste Beispiel. Hast du Tipps bezüglich Einleben und Umzug, die dir geholfen haben? Ja, also ich kann empfehlen, wenn ihr aus dem Ausland kommt und ihr habt nicht mehr so viel Zeit zum Umziehen, dann geht erst ins Studentenwohnheim. Das habe ich so gemacht, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, um eine WG zu suchen. Und das ist echt schwierig, finde ich, eine WG zu finden. Ich habe damals eben dann auch eine WG selber gegründet. Will haben, ImmoScout war das, was ich genutzt habe. Roomtour, ja, kommt auch noch irgendwann die Tage, Wochen raus, wenn ich endlich die Zeit dazu finde. Mein Zimmer ist ziemlich unordentlich momentan. Sieht es gerade nicht so aus, aber hinter der Kulisse sieht es ja anders aus. Woher ist deine Laptop-Tasche? Meine, die ist von Amazon. Woher ist die braune Tasche? Die ist von Esprit. Das ist von meiner Mama. Da bin ich sehr dankbar dafür. Freunde finden und Bekanntschaft machen. Wie gesagt, am Anfang, vor allem jetzt zu Beginn Oktober und September, Sommer, Uni und Anfang des Studiums. Leute, geht einfach zu den ersten Tagen. Also da wird so viel angeboten. Es wird generell von den Unis die ganzen also auch wenn ihr nicht von der WU seid, dann geht zu den Spritzerständen zur WU. Da lernt ihr so viele Leute kennen. Crazy. Es wird generell von der Stadt Wien so viel angeboten. Hast du Tipps für Wien, Coffee Spots und Restaurants? Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Ich bin ein unglaublicher Kaffee-Fan. Also generell, wenn ihr so Coffeespots sucht, dann geht einfach mal durch den 6., 7., 8. Bezirk. Oh mein Gott, okay, bester Tipp für eine Study-Session. Leute, geht in Ikea. Geht in Ikea. Da kriegt ihr so günstiges Essen und Trinken. Cappuccino mit Hafermilch, 3 Euro. Dann kriegst du noch einen Kuchen dazu, sind es 5 Euro. Kriegst ein Frühstück für 3 Euro, glaube ich. Du kriegst, glaube ich, ein Croissant für 50 Cent oder so. Ihr habt dort oben so ein richtiges Study Base und wenn es dort voll ist oder es euch zu laut ist, dann geht ihr einfach eine Etage höher. Das ist so ein Hotel, das ist so Joe & Joe. Das ist auch so eine riesen Base, da könnt ihr auch lernen, habt ihr auch WLAN. Noch weiterer Step, noch eins höher, Rooftop-Terrasse. Die haben da auch im Winter oft so Ikea-Weihnachtsmärkte. Da kriegt ihr dann auch so Waffeln für 2 Euro. Ich bin so ein Fan von Ikea geworden hier, Alter. Da habt ihr auch eine richtig, richtig schöne Aussicht. Also wenn ihr nach einer Aussicht sucht in Wien oder ein paar Touristen Abstecher machen wollt, da. Und was halt das Coolste ist, wenn ihr dann mal so in einer Study-Session seid, dann geht ihr einfach noch nach der Study-Session in Ikea nach ganz unten. Da ist nämlich die Fundgrube und dann kriegt ihr meistens auch irgendwelche coolen Sachen im Sale. Nexa Go-To-Spot, Bono Bowls, Alter, da war ich schon so oft essen. Das ist also dieses Go-To. Sucht euch vor allem jemanden, der dort arbeitet, dann kriegt ihr so viel kostenlos. Oder arbeitet einfach selber dort. Aber ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da. Schaut bei mir auf Insta und auf TikTok vorbei. Dann sehen wir uns. Bye.